Hallo Leute, willkommen zu einem Video über Natur und Islam auf dem Kanal Aktuarium. Okay. In dem auf ein Video eines jüdischen Rabbis eingegangen wird. Es sind also keine eigenen Ideen. Ne? Das Video heißt Gottes Beweise mit Entropie und Komplexität. Es besteht aus Teil 1 und 2, weil in der Mitte irgendwann ein Internet-Failure war, wo dann er nochmal neu angefangen werden musste. Also das fängt an mit der Behauptung, es gäbe ein Problem mit Feintuning-Naturkonstanten. Er erwähnt ja dieses Feintuning-Problem. Vielleicht kennt ihr Feintuning, die Konstanten, die Naturkonstanten, die fundamentalen Konstanten unseres Universums. Gibt's nicht, weil es kein Feintuning gibt. Das habe ich hier mal dargestellt vor ein paar Jahren schon. Dann geht's weiter mit Quantenphysiker Werner Heisenberg. Betrachtet bitte dieses ganze Video unter einem Zitat von Werner Heisenberg, dem berühmten Quantenphysiker. Er sagte, der erste Trunk oder der erste Schluck aus dem Becher der Wissenschaft macht atheistisch und wenn man ihn austrinkt, wartet am Boden Gott. Auf dem Grunde des Bechers wartet Gott auf ihn. Hat er das gesagt? Nee, hat er nicht. Das ist von Heinz Otremba, das ist ein Biograf von ihm. Er sagt das einfach nur über Heisenberg, ohne Angabe irgendeiner Quelle. Und Familie und Freunde schütteln nur den Kopf, weil das überhaupt nicht so anhört, sich so anhört, als ob das der Werner Heisenberg gesagt hätte. Aber solche Falschaussagen über sogenannte Zitate gibt es viele über Wissenschaftler, da anscheinend Götter eher existieren, wenn auch sogar Wissenschaftler das behaupten. Und plötzlich erscheint hier ein Begriff, den ich bisher hier im Video noch nicht gehört habe, nämlich Entropie. Der Mann in dem Video macht das gar nicht mal so schlecht. Also, aber hier die Kurzform, da er das sehr langatmig macht. Es geht darum, Entropie ist also das Maß für Anordnungsfreiheit oder maximale Verteilung von Molekülen oder Atomen. Das ist nicht einfach Unordnung. Ne? Das wird zwar oft als einziges Kriterium genommen, ist aber gar nicht so. Und das Ganze gilt in einem geschlossenen thermodynamischen System. Das heißt, es geht um die Änderung, also das Delta der Temperatur, zum Beispiel in einem Glas. Wenn ich also ein Glas Tee oder sowas habe und ich schmeiße da einen Eisklumpen rein, dann ist das ein Übergang von fest zu flüssig. Wenn nämlich dieser Eisklumpen sich auflöst und das Glas halt ein bisschen oder den Tee ein bisschen abkühlt. Und das kann nicht von selbst rückgängig gehen. Das heißt, ich kann nicht spontan zusehen, dass der Eisklumpen sich plötzlich wieder bildet und der Tee halt ein bisschen wärmer wird. Genauso geht es nicht, dass jetzt dieser Eisklumpen, der ja nicht auf 0 Kelvin ist, der hat ja, weiß ich was, 250 Grad Kelvin, dass der jetzt wieder 10 Grad abgibt an den Tee und der Tee dadurch wärmer wird. Das geht also auch nicht. Also da gibt es eigentlich drei. Da gibt es erstens Energie eines abgeschlossenen Systems konstant, Wärme kann ich von selbst und das dritte, es ist nicht möglich, ein System bis zum absoluten Nullpunkt abzukühlen. Man kann auch Kälte, aber das kann man im eigenen Video gucken. So, das heißt also, es gibt eine Möglichkeit in einem abgeschlossenen System und da redet man jetzt über ein thermodynamisches System. Das kann man aber auch anders interpretieren, indem man jetzt sagt, wenn wir davon ausgehen, dass die Moleküle, die vorher im Eis waren, sich jetzt verteilt haben im ganzen Glas, dass dadurch die Entropie zugenommen hat. Das heißt also, das ist ein Unwissen über den Zustand. Das heißt, wir hatten vorher diese ganzen H2O-Moleküle, die säuberlich angeordnet waren, in so einer Würfelstruktur. Aber wenn wir die jetzt in den Tee werfen oder noch besser, wenn wir so einen Würfel, einen Eiswürfel nehmen und da dann mit einem Bunsenbrenner drauf gehen, dann passiert das einmal, dass das Eis schmilzt und zu Wasser wird, aber gleichzeitig dann auch so heiß wird, dass es in Dampf, also die Form ändert. Und der Zustand des Dampfes und der Zustand des Wassers, da kann man die einzelnen Moleküle nicht mehr genau lokalisieren. Das heißt also, wir wissen dann nicht mehr, in welchem Zustand welches Molekül ist oder welche sich sogar aufgelöst haben in Wasserstoff und Sauerstoff. Aber die Frage ist jetzt, ist das im Universum der Fall? Das heißt, hier werden enorme Annahmen getroffen, die ich nicht mit gutem Wissen machen würde. Im Laufe der Zeit sind extrem viele auf diesen Entropiebegriff aufgesprungen irgendwie, weil er ausreichend nebulös war und weitgehend unverstanden.
Das heute noch zu machen, das grenzt an grenzenlose Naivität. Weil heute wissen wir als Menschheit, dass solch Absolute nicht klug sind. Dass diese Gesetze erstmal nur für uns auf diesem Planeten und in diesem Sonnensystem so anwendbar sind. Und er erwähnt das ja ständig, aber das musste letztlich sogar ein Ludwig Boltzmann einsehen. Der Mann in dem Video tut das nicht. Ich weiß ja nichts über ihn. Das ist so ziemlich das Erste, was ich da sehe. Aber er scheint an einen der Götter zu glauben, die ja bei Naturgesetzen schon mal Ausnahmen machen, also Wunder zulassen. Und er bringt jetzt ein Beispiel mit Kugeln. Ist ja auch gar nicht so schlecht. Und die Punkte, die er da anbringt, die stimmen ja auch. Nur er schmuggelt das dann so rein, dass Energie zugeführt wird und deshalb Bewegung in die Kugeln kommt. Denn im richtigen Leben, da sind die Atome sehr träge und verändern ihren Zustand nicht spontan. Und das führt dann zu Phänomenen wie Wasser- oder Luftmassen, die mit eigenen Attributen oder Eigenschaften versehen sind, die sich nur durch äußere Einflüsse verändern. Also durch zugeführte Energie. Daher das manuelle Umrühren oder Schütteln von Flüssigkeiten, also Zuführen von Energie. Geschüttelt oder gerührt? Sieht sich aus, als ob mich das interessiert. Im Universum haben wir enorme kinetische Energie, also Bewegung, weshalb sich Teilchen verbinden und ganze Planeten und sogar Sterne bilden können. Das heißt, die Entropie kann also sehr wohl punktuell und temporär abnehmen. Und beim Menschen ist das genauso. Es muss extrem viel Energie zugeführt werden, damit Zellen entstehen und aus den Zellen dann ein Mensch. Das heißt, der Mensch muss endlos und ständig Energie zuführen. Sobald das aufhört, dann ist der Mensch tot und kein Mensch mehr. Er zerfällt dann in Atome. Also doch keine göttliche Ausnahme. Das heißt, der groß angekündigte Gottesbeweis, der bleibt also aus. Überraschenderweise. Die Taktik hier ist einfach zu behaupten, ein Naturgesetz zeige auf Götter. Allgemein Götter. Warum tut es das? Keine Ahnung. Das wird auch nicht erklärt. Es wird nur behauptet. Also wie immer viel Brimborium, ein bisschen Simsalabim und nichts dahinter. Na gut. Es gibt also immer noch keinen guten Grund für mich zu glauben, dass Götter existieren. Also lasse ich es. Danke für eure Zeit. Ciao for now.